und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey, Leute, zu Crimex hier. Was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Trailmakers mit den Boys und heute mit dabei S to the Mew. Was geht, Freunde? Yeah. Und Russik. Russik ist auch am Start, Freunde. Yeah. Leute, ich habe mir heute was übelst krasses überlegt. Und zwar, wer baut das beste Wallride-Auto? Und falls ihr euch darunter jetzt nichts vorstellen könnt, es geht heute darum, ein Auto zu bauen, was eine übelst hohe Wand hochfahren kann. Und zwar diesen riesigen Felsen hinter mir. Heute wird derjenige 500 Euro gewinnen, der es schafft, mit dem Auto hier diese gesamte Wand bis oben hin hochzufahren. Und der von uns mit seinem Auto am höchsten kommt, hat diese Challenge gewonnen. Habt ihr verstanden, was ihr tun müsst? Ich hab's verstanden. Bro. Perfekt. Und dabei gilt als Regel, das Auto muss natürlich permanent Kontakt mit dem Boden haben, weil ansonsten wäre es irgendwie mehr ein Flugzeug, wenn es einfach nur so die Wand hochfliegt. Versteht ihr, wie ich meine? Okay. Sprich, keine Rakete bauen. Ja, du darfst Raketenantrieb einbauen, aber es muss natürlich ein Auto sein und die Reifen müssen permanent an der Wand hochfahren, so. Sonst okay, ist es ja mehr einfach nur ein Düsenantrieb, der dich nach oben trägt. Oh, das wird krass. Ja, das ist auf jeden Fall die Challenge. Leute, ich würde sagen, es geht los. Wir haben 20 Minuten Zeit. Let's go. Lass dein Like und dein Abo da. Oh mein Gott. Schnell. Okay, let's go. Verteilt euch auf der Karte, Jungs. Wir sagen jetzt 20 Minuten. Obwohl, wisst ihr was? Ich werde mich gar nicht muten, weil dann können wir dabei noch so ein bisschen flexen. SU, geh mal ein bisschen weg hier. Such dir mal bitte ein bisschen. Was? Ich soll von dir weggehen? Ja, geh mal bitte da runter. Ich will dein Schmutz. Ich will dein Schmutzauto gar nicht sehen. Mein Auto ist nicht Schmutz. Es geht los. Ich habe mir was richtig Krankes überlegt. Das dürfen die anderen aber nicht hören. Aber ich habe mir was Wildes überlegt. Und zwar, Leute, ich habe mir überlegt, unser Fahrzeug muss möglichst breit sein, damit es natürlich richtig guten Grip hat, um diese Wand hochzufahren. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir eine Art so einen Modus einbauen, wenn wir eine Taste drücken, dass der Wagen dadurch dann breiter wird. Ja, also quasi so der Wall-Climb-Modus mäßig. Zack, zack. So, okay. Das machen wir einmal hier auf beide Seiten. Dann kommt hier natürlich noch die Lenkung dran, auch wichtig. Und ich würde auch sagen, das Ding sollte relativ lang sein. Obwohl vielleicht nicht so lang, aber sollte schon relativ lang sein wegen der Fahrstabilität. Weil wenn es zu kurz ist, dann verliert der Wagen natürlich auch schneller mal die Traktion. Aber ich glaube, so sieht das doch eigentlich schon gut aus. Check, check. Damit das Ding natürlich auch möglichst viel Grip hat, Leute, würde ich sogar sagen, wir nehmen hier diese Stachelräder. Wir bauen hier wirklich diese Stachelräder und vielleicht sogar als doppelt ein. Also das muss wirklich so dieses maximale Wandfahrzeug werden. Das Ding muss richtig krass die Wände hochfahren können. Und wir sollten das Ding auch eigentlich nicht zu tief bauen. Ich überlege gerade, ob wir da vielleicht noch so eine Federung ranbauen, damit das Ding höher sitzt. Boah, ich weiß auch nicht, ob das da nicht schon zu viel wird. Aber warte mal, lass uns das versuchen, damit das Fahrzeug noch höher ist. Weil wenn es zu tief ist, dann verkanten wir uns auch, wenn wir eine Wand hochfahren wollen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen bauen wir jetzt hier erst noch eine Federung dran. Federung dran, dann Lenkung dran, dann Reifen dran. Ey, das Ding wird so geisteskrank fett werden. So, okay. Ja, das ist doch schon gut. Dann müssen wir natürlich auch übelst auf die Gewichtsverteilung achten. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass der Schwerpunkt von dem Fahrzeug möglichst vorne ist, damit der Wagen nach vorne die Wand hochgezogen wird und nicht nach hinten kippt. Das ist natürlich auch wieder hier Ingenieur iCrimex am Start. Da würde ich jetzt hier einfach mal an der Stelle wirklich hier so ein... Würde ich hier wirklich schon fast so ein, diesen Sitz hier nehmen. Obwohl, nee, der ist mir zu hoch. Muss ja auch ein bisschen flach sein, der Wagen. Nehmen wir das Ding hier. Nehmen wir auf jeden Fall das Ding hier mit rein. Und wie gesagt, relativ weit vorne. Und ein Motorblock. Auf jeden Fall dicke Motoren brauchen wir. Sehr, sehr viel Power. Damit das Ding natürlich auch eine Wand hochfahren kann. Okay, wir machen jetzt mal den ersten Test, Leute. Den ersten Testlauf. Oha! Oha, guck mal, wie das Ding jetzt schon... Das kippt gar nicht nach hinten. Seht ihr das, Leute? Das ist wirklich richtig... Das ist Physik. Das kippt nicht nach hinten, weil der Schwerpunkt des Autos vorne ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also von der Grundstruktur her gefällt mir das schon mal extremst gut, was wir hier gebaut haben. So, okay. Und wir machen nämlich hinten... Nur hinten machen wir zwei Räder und vorne aber nur eins. Vorne machen wir ein Rad nur. Dann ist das nämlich auch gleich breit vorne und hinten, weil vorne ist ja noch diese Lenkung dran. Ich glaube, das ist gut für die Performance, wenn hinten zwei Reifen dran sind. Und vorne nur eins für die Lenkung. Ah, ist okay, ist okay, ist okay. Also wenn wir uns jetzt noch vorstellen, dass da jetzt dann noch die Schubdüsen dazukommen, dann ist das doch eigentlich schon ganz gut hier. Mit Allgemeingutem halt. Ich glaube, vielleicht sind diese LKW... Wir müssen... Das macht unheimlich viel jetzt die Reifenperformance aus. Wir werden auch mal testen, wie es mit LKW-Reifen ist. Also rein von der Höhe her gefällt es mir schon mal besser, weil das Ding jetzt höher liegt. Nimmt sich eigentlich nicht viel. Okay, wir lassen die LKW-Reifen. Wir lassen die LKW-Reifen, Leute. Wir sind ja noch nicht fertig. Und zwar, was natürlich ganz wichtig ist, Leute, wir brauchen diese permanente Haftung an die Wand. Deswegen müssen wir Düsenchats einbauen, die quasi nach oben zeigen, sodass das Auto nach unten gedrückt wird. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute.
Das ist extremst wichtig. Schauen wir mal, wie das Ding jetzt hier an die Wand gedrückt wird. Ah ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Mashallah, einfach der Beste. Guck mal, wir fahren bis nach ganz oben. LOL. LOL. Wäre hier nicht dieser Stein im Weg, das wird komplett nach oben marschieren, das Ding. Sehr wichtig, Leute. Stark, was wir gebaut haben. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr wichtig, Leute. Sehr wichtig. Jetzt können wir noch so ein paar Details mit reinhauen. Und zwar, was die Aerodynamik angeht. So, natürlich hier auch nochmal ein bisschen, damit der Wagen weiterhin Abtrieb hat und schön immer nach unten gedrückt wird auf die Street. So. Ja. Digga, wild. Ganz wildes Ding. Ganz, ganz wildes Ding. So, dann machen wir jetzt noch hier so ein bisschen... Zack. Für die Optik ein bisschen was, ne? Bisschen was schön hier für die Optik. Wobei wir aufpassen müssen, der Wagen darf sich ja vorne nicht verkeilen. Weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir sowas hier vorne dran bauen. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich sogar eher nicht, Leute. So, guck mal, Leute, hier noch so ein paar kleine Details drauf. Einfach für die Optik. Einfach nur für die Optik. Ja, mal wieder ganz wild, was der Papa hier gebaut hat. So, Leute, also ich sag's euch, wie es ist, aber mein Wandfahrzeug ist fertig. Ich werde mich jetzt mal muten. So, Jungs, wie sieht's aus bei euch? Bro, gut, bei dir? Ich bin ready. Ich bin auch ready. Dann würde ich sagen, wir treffen uns alle bei SU. Okay, alle bei mir. Alle zu SU, weil da ist diese Big Baba-Wand da unten. Ich würde einfach mal sagen, kommt man hier aus dieser Zone raus. Zeigt erstmal die Fahrzeuge an sich erstmal. Und da würde ich sagen, fangen wir bei... Ich will starten. Komm, fangen wir bei SU an. Fangen wir bei SU an. Okay, Leute, darf ich vorstellen? Ja. Mein Führer. Lol. Krass, das Ding sieht heftig aus. Ey, ich muss mir auch unbedingt mal diese Kack-Sirenen freischalten. Das sieht ja so geil aus. Denk mir das die sehen echt geil aus, oder? Lol, krass, du hast diese Raw-Chats eingebaut, okay? Ja. Wie kommt's, dass du Raw-Chats verwendet hast? Erzähl mal ein bisschen, was du denn... Ja, also ich dachte mir, okay, wie kann ich am besten diesen Gebirge hier hochfahren? Und ich dachte mir, wie wäre es, wenn ich einfach Raw-Chat ranmache, damit ich einfach von der anderen Seite Widerstand bekomme, quasi Druck, dass ich nicht davon vom Gebirge abgepolstert werde. Und mit diesem Raw-Jet sollte ich das easy Probleme schaffen. Okay, krass, ja. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Weißt du was? Ich würde sagen, ich mach mal als nächstes weiter. Ich habe natürlich ähnlich gedacht wie du und habe auch so eine Chats bei mir dran gemacht. Das hier ist mein Teil. Ich habe bei mir ist nur ein bisschen größer geworden, weil natürlich ein größerer Radstand auch mehr Stabilität bedeutet. Und wie gesagt, ich habe eben auch diese kleinen Chats hier überall dran. Hey, das ist geil. Ich habe auch diese kleinen Chats. Das ist ja voll die geile Federung bei dir. Ja, ja, genau. Ich habe den Wagen auch gefedert, damit, wenn ich gegen eine Wand fahre, dass er auch hoch genug ist, damit der vorne nicht ankeilt erstmal, weißt du? Da habe ich den ein bisschen höher gesetzt, dicke Reifen drauf. Fettes Profil, hinten Doppelreifen, überall den Widerstand, 8 Drachenmotoren und dann marschiert das Ding nach oben, Digga. Und ich finde gut, dass du hier hinten 2 Reifen sogar benutzt hast. Das wollte ich auch gerade machen, aber dann hast du gesagt, die Zeit ist vorbei. Schade. Okay. Dann würde ich sagen, Rustak, zeig mal, wie du das Ding gemacht hast. Also Jungs, ich will ja nichts sagen, aber ihr habt alle falsch gebaut, denn das ist die Lösung, Freunde. Was? Wow. Digga, das sieht aus wie irgendwie das eins der ersten Autos mit so Gasleitungen und so. Also wir haben hier eine kleine Gasleitung, das ist so ein Schutzding. Wir kennen das ja bei so Sandwagen, muss man ein bisschen so Schutzrohre haben, dass die erstmal meinen Schlag abfedern. Vorne ein paar Sicherheitsreifen, weil das sind die kleinen Reifen, die zuerst den Berg berühren, damit ich besser hochkommen kann. Ja, okay, gut, das finde ich gut, hab ich gedacht. Ich habe auch gearbeitet mit den großen Düsen, wie ihr seht hier. Ja, krass, Feuer stimmt, du hast diese Hover-Dinger eigentlich genommen, aber umgedreht. Genau, aber voll geil. Ist auch clever. Auch clever, drück dich auch nach unten. Okay, also ich würde sagen, Leute, wir haben hier 3 ganz unterschiedliche Ansätze und ich finde auch, alle Autos sehen irgendwie auf ihre Art und Weise irgendwie geil aus. Jetzt ist natürlich nur die Frage, welches von den Fahrzeugen funktioniert auch am besten? Und wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir testen das gleichzeitig. Wir gehen alle hier an diese Wand dran. Gleichzeitig, okay. Ja, wir werden das mal... Obwohl, nein, wir machen erst einzeln und dann gleichzeitig. Dann noch ein Rennen quasi. Ich würde einfach mal sagen, nee, ich will zuerst Rustak mal sehen. Ich will zuerst Rustak sehen. Okay, Freunde, aber man muss halt ein bisschen gucken, wo man ein bisschen startet, weil natürlich muss man auch ein bisschen hier gucken, dann schön anpacken und dann gib ihm nach oben einfach ganz knackig. Okay, er zieht durch. Probleme. Das Ding marschiert nach oben. Sehr stark, sehr gut, sehr gut. Also ich habe keine Probleme, Jungs. Ja, ich sehe. Wir sehen uns oben, Jungs.
Ich sehe, er fährt das Ding. Voll das Ziel ist, bis zu den Steinen da oben zu kommen. Und es sieht bei Russack so aus, als wäre das wirklich gar kein Problem für ihn. Er marschiert da nach oben, er marschiert und... Hier sind jetzt die Steine, Jungs, aber selbst die sind kein Problem für mich. No. Was? Oh, oh mein Gott. Okay, Gott. Also ich würde sagen, sogar übers Ziel hinaus, das war sehr, sehr stark von Russack. Ist jetzt nur die Frage, ob gleich von uns sogar noch ein anderer schneller sein wird. Aber von der Leistung her schon alles sehr, sehr gut. Dann würde ich einfach sagen, als nächstes, Esio, zeig du doch mal. Okay, Leute, ich muss echt schon sagen, Großtag hat eine richtig schöne Performance abgelegt. Ja, finde ich auch. Jetzt bin ich dran. So, da muss ich ganz kurz nochmal gucken, welche Tasten ich belegt habe. Alles klar, Leute, Abfahrt. Und Abfahrt, ja, das dachte ich mir nämlich schon. Dein Radstand ist noch einmal. Noch einmal. Der Radstand es klappt wirklich. Ich glaube dir, das klappt, aber du hättest den Radstand größer machen sollen, weil das, daran sieht man, dass du unstabil bist. Aber gut, zieh durch. Let's go. Okay. Ist aber ein bisschen holprig, Digga. Also sieht nicht es so clean. Es ist ein bisschen holprig. Ja, sieht es sieht so echt clean. Nicht so clean aus. Und da hat er die Traktion verloren und ist von der Wand weggefallen. Das ist halt immer das Wichtige, die Traktion permanent an der Wand zu bleiben, wie so eine Spinne. Und okay, also leider nicht so eine gute Leistung von SUV bei Russack jetzt. Dann würde ich sagen, komme ich jetzt einfach mal als letztes und werde auch nochmal zeigen, wie das hier richtig funktioniert. So, wir fahren an die Wand dran und let's go! Oha. Digga, das Ding marschiert ohne Wenn und Aber nach oben. Permanenter Kontakt hier. Ohne Wenn und Aber marschiert das Ding nach oben mit 59 km/h. Heftig. Digga, der Wagen ist so stabil, ne? Der hat so eine Stabilität, wie der hier hochpusht. Oh, hier werde ich aber ein bisschen langsamer gegen den Schluss. Oh, nein! Aha. Oh mein Gott, nein! Und jetzt fällt der. Nein! Da hapert die Leistung. An der Leistung hapert's. Ja, ich habe immer noch Kontakt mit dem Ding, aber ich rutsch runter. Die PS-Zahlen. Warte. Oh, er hat wieder. Oh mein Gott, wie das aussieht. Gib Gas! Ich gebe alles. Ich hätte vielleicht noch zwei Düsen mehr hinten gebraucht. Schade. Ich hab's leider, da waren 2 Meter haben gefehlt. Meter haben gefehlt, Leute. Wirklich schade, Marmelade. Oh mein Gott. Also bis jetzt rein von der Höhe her. Am besten Russack, ja, muss man wirklich sagen. Aber Leute, ich würde sagen, lasst uns jetzt nochmal ein Rennen machen. Und zwar kommt mal alle hier neben mich. Wir werden jetzt mal gleichzeitig zu dritt hochfahren. Sagen 3, 2, 1 und los geht's! Du, ich zieh sogar ab! Buh, Okay. Komm, Russack! SU kommt da hinten gar nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher, Jungs. Schade. Oh, Russack, bisschen schneller als ich. Und jetzt, in den letzten Metern merkt man dann einfach, dass Russack da einfach ein paar PS mehr hat. Da zieht er mir davon und ich komme hier leider nicht mehr. Nein. Freunde, ich könnte mit meinem Karren wieder ganz nach oben schaffen. Wie episch das auch aussieht, wenn man hier so nebeneinander die Wände hochfährt. Das sieht richtig geil aus, Leute. Ey, heftig. Aber Leute, dann würde ich sagen, jetzt kommt mal her, jetzt geben wir die Endpunktzahl, was Performance und Optik angeht. Kommt mal her. So, okay. Dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Also ich glaube, bei Performance haben wir einfach gerade gesehen, Russack ist am weitesten gekommen. Deswegen auf jeden Fall rein performancemäßig finde ich Russacks Auto am geilsten. Rein optisch finde ich meinen am freshesten. Russack, seiner ist so verrückt, aber jetzt rein so vom generellmäßigen finde ich meinen optisch am besten. Und SU hat halt einfach eine riesige Sirene gebaut, eine riesige Leuchtkugel. Da macht immer weiter. Okay, Freunde, also ich muss ganz ehrlich sagen, optisch gesehen ist es eine Geschmackssache. Also da kann man sagen, was man will. Alle sehen futuristisch aus. Deswegen enthalte ich mich da einfach, weil ich weiß nicht, wem ich umgehen soll. Meinst du, wie du sagst, ein bisschen altmodisch wie so ein kleines Fahrrad, dann sieht modern aus und Sue ist halt Sirene. Aber selbst eine Sirene könnte man cool finden, das ist schwierig. Performance-technisch, Jungs, muss ich nicht sagen, PS gewinnt die kleinen Fahrradreifen, Freunde. Also gut gemacht, ja. Ich sehe das rein wirklich auch wie Russack, weil optisch gesehen muss man echt irgendwie jeden einen Punkt geben, aber performancemäßig finde ich, Russack hat uns echt schon fertig gemacht. Max, deins war auch übertrieben krass, aber am Ende hat man gesehen, die letzten paar Millimeter hat Russack da nochmal deutlich zugelegt. Okay, dann würde ich sagen, Leute, entscheidet ihr, was hat euch am besten gefallen. Das war's gewesen, checkt die Boys aus, lasst ein Like und ein Abo da und bis dann, haut rein, Leute, euer Crymax.